Einführung einer abschlagsfreien Rente ab 60 nach Querarbeit oder langjährigem Schichtdienst gefordert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, in Deutschland gibt es ja verschiedene Arten von Altersrenten, unter anderem auch eine Altersrente für langjährig unter Tage arbeitende Beschäftigte. Die müssen 25 Jahre im Tagebau, also unter Tage gearbeitet haben und dann haben diese Menschen Anspruch auf eine Altersrente beginnend ab dem 62. Lebensjahr. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen können sie sogar mit 60 in diese Rente gehen. Der Gesetzgeber honoriert für diese Gruppe von Beschäftigten schwere Arbeit unter Tage und das ist die einzigste Altersrente, die sozusagen einen solchen früheren Rentenbeginn bei schwerer Arbeit unter Tage sozusagen vorsieht. Alle anderen Altersrenten sehen das in Deutschland nicht vor. Und ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen, und zwar auf der Internetseite von Gegen Hartz IV. Ich mache das mal ein bisschen größer, und zwar vom 6. Oktober 2024. Und der Verfasser dieses Artikels, der Dr. Utz Anhalt, der hat hier eine Forderung eines Krankenpflegers aus Berlin, Ricardo Lange, aufgenommen, denn der fordert nämlich eine Rente ohne Abschläge ab 60 für alle Versicherten, die im Schichtdienst arbeiten. Ich setze da oben noch einen drauf und sage, nicht nur die, die im Schichtdienst arbeiten sollten, dann eine abschlagsfreie Altersrente für 60 bekommen, sondern auch diejenigen Menschen in Deutschland, die schwere oder Schwerstarbeit leisten. Der Pfleger Ricardo Lange, der sagt nämlich, Schichtdienst bedeutet verlorene Lebenszeit. Er begründet das damit, seine Forderung, dass diejenigen, die regelmäßig nachts arbeiten würden, 8 Jahre an Lebenszeit verlieren. Wenn die also quasi mit 63 dann in Rente gehen, mit einer Altersrente für langjährig Versicherte und 35 Jahre Wartezeit, dann haben die eine statistische Lebenszeit von 71 oder 72 Jahren. Und deshalb fordert dieser Pfleger hier einen früheren Ruhestand, und zwar abschlagsfrei, schon beginnend ab 60. Ich kann mich dieser Forderung letzten Endes nur anschließen, meine Damen und Herren. In diesem Beitrag, ich werde den auch entsprechend hier im Video verlinken, wird dann auch nochmal begründet, was dann passiert, wenn man zum Beispiel im Schichtdienst arbeitet. Ich hatte aber auch gesagt, meine Forderung erweitert, und zwar auf diejenigen Menschen, die in Deutschland auch Schwerstarbeit oder Schwerarbeit leisten. Darunter fallen natürlich nicht nur solche, die viele, viele Jahre im Schichtdienst, im Nachtschichtdienst arbeiten, sondern auch Menschen, die zum Beispiel in der Metallurgie arbeiten, giftigen Gasen und Dämpfen ausgesetzt sind, die zum Beispiel auch schwerste oder schwere körperliche Arbeit, langjährige körperliche Arbeit leisten auf dem Bau, die zum Beispiel auch als Krankenpfleger in Pflegeheimen arbeiten, die in den Krankenhäusern arbeiten, die zum Beispiel auch als Rettungssanitäter hier in Deutschland arbeiten und natürlich auch die fleißigen Polizistinnen und Polizisten in Deutschland, die gerne auch aus meiner Sicht auch schwere Arbeit leisten, denn Schichtdienst auch bei der Polizei ist extrem belastend, nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Ja? Und deshalb sage ich schlicht und ergreifend, wir brauchen hier eine sogenannte Altersrente ohne Abschläge ab 60 für langjährige Schwerarbeit oder Schwerstarbeit oder nach Schichtdienst. Ja, meine Damen und Herren, und Sie werden nicht staunen. Ich zeige Ihnen mal, wo es eine Schwerarbeiterrente in der EU gibt. Natürlich wo. Wir brauchen uns nicht zu wundern, in unserem Nachbarland Österreich. Die Österreicher haben eine sogenannte Schwerarbeitpension. Und diese Menschen können unter bestimmten Voraussetzungen oder die Versicherten können unter bestimmten Voraussetzungen mit 60 Mann und Frau dann in die Rente gehen. Und zwar müssen die mindestens 45 Jahre Versicherungsjahre vorliegen haben, wobei innerhalb der letzten 20 Kalenderjahre vor dem Pensionsstichtag davon mindestens 10 Jahre Schwerarbeitsmonate gegeben sein müssen. Das heißt also, diese Menschen können in Österreich tatsächlich auf Grundlage von nachgewiesener Schwerarbeit dann in Rente gehen. Ja, meine Damen und Herren, wenn das
in unserem kleinen Land unserem kleinen Nachbarland oder kleineren Nachbarland Österreich, bitte nicht böse sein, liebe Österreicherinnen und Österreicher, flächenmäßig seid ihr ein bisschen kleiner als Deutschland, möglich sein soll, dann muss doch das in dem reichen Deutschland auch möglich sein. Ja, meine Damen und Herren, die Schwerarbeit in Deutschland ist ja auch da und ich finde, sie ist letzten Endes, eine solche Rente ist letzten Endes nur Ausdruck des großen Dankes, des Respektes und auch der Anerkennung dieser der Gesellschaft für diese Menschen, die diese Arbeit geleistet haben. Und es ist auch völlig klar, dass diese Menschen mit 60 im Grunde genommen eigentlich dann auch körperlich und auch psychisch am Ende sind. Ja, meine Damen und Herren, der Nachteil bei dieser Pension oder bei dieser Altersrente wäre, wenn sie mit 60 wäre, dass sie natürlich dann letzten Endes geringer ausfällt als zum Beispiel eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die man ja mit den Geburtsjahrgängen 1964 dann mit Vollendung des 65. Lebensjahres bekommen kann. Sie merken schon, dann fehlen 5 Jahre Versicherungszeit. Oder auch gegenüber der Regelaltersrente, die man ja ab dem Geburtsjahrgang 1964 dann mit 67 Jahren bekommen kann. Also da müssen wir also sozusagen auch was tun. Der Gesetzgeber sollte unbedingt eine solche anerkennende Altersrente für langjährige Schwerarbeit und Schichtdienst ab 60 ohne Abschläge einführen. Wie kann das finanziert werden? Relativ einfach, meine Damen und Herren. Wir führen mal einfach für die Superreichen in unserem Land die Vermögenssteuer ein und dann könnten wir diese Schwerstarbeiterrente mit 60 ohne Abschlägen locker finanzieren. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich bedanke mich für den super Beitrag auf der Internetseite von Gegen Hartz IV. Ich blende es nochmal ganz kurz ein, dass Sie es sehen können, vom 6.10.2024 vom Dr. Utz Anhalt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.